Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge 226 von Avorion. Wir sind gerade durch dieses Tor gesprungen, was mich jetzt gerade so ein bisschen irritierte. Ich hatte letztes Mal hier reingeguckt und hatte doch nur ein Tor gesehen, aber da sind noch zwei drunter. Ich dachte schon, ey, kann doch nicht sein, auf der Karte sind drei Wege und hier war nur einer, aber es sind tatsächlich doch noch zwei da. Gut, okay, der Thomas hatte mir noch geschrieben, wenn ich soll ja abbauen, das muss ich noch machen, glaube, da müssen wir uns nach dem Intro gleich reingucken und dann sollten wir im Kern nach einer weiteren Fraktion gucken, wo der Basis ist, ne? Dann würde ich sagen, schauen wir nach dem Intro gleich weiter, wo es da lang geht. So, dann gucken wir uns das mal hier an. Da hinten ist auf jeden Fall ein Tor. Ich würde jetzt wahrscheinlich irgendwelche Leute am besten fragen. Güterschiff, der könnte mir doch zum Beispiel sagen, wo sein Zuhause ist, oder? Die Planeten vom Kreis Weave. Wo ist dein Heimatsektor? Der Planet auf Kreis Weave Hauptsektor ist bei 47 minus 173. 47 minus 173. 47... Ich glaube, die sind außerhalb. Ja, die werden nicht mehr im Kern sein. Also mit denen komme ich da nicht weiter. Das ist weg. Was haben wir noch? Ein Frachter. Den können wir, glaube ich, auch noch fragen. Ist der Frachter denn von wem anders? Der Planet von Kreishof? Nee, der ist der gleiche. Da brauchen wir also da nicht nachfragen. Schwerlastfrachter. Ist der Schwerlastfrachter ist auch von denen, also macht das keinen Sinn, die zu fragen. Die sind alle Kreis Weave. Es müsste aber eine Fraktion sein hier, die ja woanders wegkommt. Gut, das heißt, wir gehen nochmal auf die Karte und gucken, wo wir hinkommen. Hier ist ein Notruf. Ja, da geht der Sprung zu dieser Energiesignatur. Aber ich würde tatsächlich nach Norden springen wollen oder Nordwesten. Ist das da hinten das Tor für Nordwesten? Ne, das ist Süd-Südwest. Da links ist noch ein... Ne, da sind wir gerade hergekommen. Da rechts ist noch ein Tor. Nord-Nordwest ist unser Tor dann. Ne, Karte brauche ich nicht. Dann fliegen wir mal gerade da so lang. An diesem komischen Teil vorbei. Das war dann ein Frachter oder was? Keine Ahnung. Mir kommt so vor, als ob wir besonders schnell sind. Ich glaube, mich hat es gerade erwischt. Kann das sein? Ich sehe aber nicht den Schaden. Bisschen dumm gelaufen, ne? Waren wir denn so schnell da gerade? Das ist ja krass gewesen, oder? Vielleicht sind wir vorher, vor dem Schaden noch gesprungen. Leider das Spiel das nicht gemerkt, dass ich dagegen geflogen bin. Fahrerflucht. Oh, Beziehungen im Blendegeist um 3000 verschlechtert, also doch erwischt. Lass uns mal schnell in den Baumodus gehen und gucken, nicht, dass wir da einen Schaden groß angenommen haben, dann würden wir den lieber reparieren wollen. Sieht wohl nicht so aus, dass da was gewesen ist. Sektor hier. Die sind alle noch hier. Karte, können nach Westen springen. Was ist denn hier noch so? Antriebsaggregat, Hochdruckröhren, Metallplatten, Plasmazellen, Raketen, Turbinen, Ressourcendepot. Schwerlastfrachter, das ist aber auch von den Dingens wahrscheinlich, ne? Kreis Weave, ja. Und das ist das Westtor. Das Westtor ist nach da. Dann werden wir das besuchen. Ich hoffe, dass es diesmal besser klappt mit da reinfliegen, ne? Sieht auf jeden Fall so aus. Antimaterie-Torpedos, genau. Achso, wir mussten noch Schutz aufbauen, oder? Ne? Und vielleicht gucken wir unser Schiff erstmal nochmal gerade an. Aber erstmal gucken, was im neuen Sektor ist.
gucken, was kommt. Na, komm schon. Er lädt so viel, also ganz viele Sachen drin. Okay, wir haben auf jeden Fall West-Nordwest-Tor, das ist schon mal gut. Und das sind alles Leute hier aus der Region, ne? Kreuzhuif. Ja. Handelsposten, Ölbohrturm, Ölbohrturm, Kohle, Edelstahl, Edelstahl, okay. Schwarze Bretter, ja, da kann man Lieferungen machen. Crew gibt's nicht. So, wo ist das Tor, wo wir durch müssten? Ist es das da? Ja, das ist es. Dann fliegen wir schon mal in die Richtung gerade ein bisschen. Oh, da sind schon schön viele Asteroiden unterwegs. Und hier ist das erste Zeug, was ich gerade sehe. Ogorit, oder wie heißt es, ne? Der, da ist es. Asteroid, aber steht nicht dran. Anti-Mörser. Was wollten wir machen? Wir wollten erstmal einen Schutz aufbauen. Das war das Erste. Und Panzerung, Frachtraum gibt's hier. Lass uns mal hier reingucken, weil das ist fensterlose Hülle. Hier, das ist Panzerung. Titanpanzerung gibt's auch. Naonit gibt's nicht, aber Trinium gibt's. Trinium hätten wir. Das gibt's nicht in Ogorit. Ogonit, so heißt es. Nix mit Ogre. Haben wir nicht verfügbar, weil wir es noch nicht eingesammelt haben. Das würde bedeuten, eigentlich macht es gerade keinen Sinn, das einzusammeln, ne? Vielleicht kriegen wir es dann hin, was der Thomas schon sagte, dass wir erstmal Ressourcen hier irgendwie zusammensammeln, ne? Was kann der Traveler denn? Abbauen. Gefährlichkeit ist hoch. Sicherer Modus dann 3%. Was kann er denn hier überhaupt? Ah, er kann aufdecken. Und kann er das? Oh, er kann Bergbau betreiben. Ist nur die Frage, wo er ist, ne? War vielleicht auch nicht die günstigste Gelegenheit. Ah, doch, komm, wir können mit der kleinen Drohne trotzdem nochmal gerade weiterfliegen und gucken, wo hier Westmord ist, da ist es. Vielleicht sogar einfacher mit der Drohne hier durchzusteigen wie mit dem anderen, oder? Ja, aber allerdings ist er nicht so schnell. Was da ist, das Ogonit. Naja, Borean haben wir wohl noch nicht hier, ne? Haben wir denn? Hier ist kein Handelsposten. Ne, hier ist nicht das, was wir brauchen. Dingens, eine Werft wäre ganz interessant gewesen, ne? Lass ihn mal Ogonit sammeln. Ach, das habe ich dem auch nicht gesagt, ne? Das ist das Doofe, oder? Ach, der kann hier nur Titan und Dingens. Ah, boah, können wir abbrechen. Schiff zurückrufen. Zurückrufen. Jetzt ist der hier. Weil das macht ja keinen Sinn. Weil der hat ja gar nicht die passende Ausrüstung zum Ogonit abbauen, ne? Okay, dann war es das. Gut, dass das noch aufgefallen ist. Ja, das heißt Ausrüstungsdock finden als nächstes. Anders macht es keinen Sinn, ne? Ist das da hinten unser Tor, was ich jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht treffen kann? Ja, unser Tor ist das da hinten. Ich glaube, jetzt habe ich keine Asteroiden mehr im Weg, oder? Ja, macht schon einen Unterschied, ob ich mit dem fliege oder mit der kleinen Drohne. Oh, 3000? Respekt. Und wie immer, wenn ich da unten... Ach, schon wieder gerammt. Wieder 3000 Punkte weg.
Schauen wir mal. Vielleicht sollten wir da mal langsamer drauf zufliegen, damit das nicht passiert. Vorher bremsen. Nee, hat diesmal geklappt. Die haben es nicht gemerkt, dass ich dagegen gestoßen bin. Oder ich bin so gegen gestoßen, dass nichts passierte, ne? Was passiert denn da? Kämpfen die da? Ah nee, da werden Asteroiden, glaube ich, weggeschubst. Dafür ist das, ne? Schauen wir mal gerade. Ressourcendepot, Ölbohrturm, Silizium, Eismine, edel, edel, edel. Güterschiffe sind wahrscheinlich wieder nur von Kreisweave. Genau so ist es. Bringt mir also nichts. Westtor, ich würde noch ein bisschen nördlicher verlegen wollen. Geht aber irgendwie nicht. Schon seit 3 Runden nicht mehr. Könnten wir auch was anderes nördlicher fliegen, oder? Komm, wir machen das so. Wo muss ich hinspringen? Da. Dann versuchen wir das mal hinzukriegen, oder? Einmal den Hyperraumsprung benutzen und hoffen, dass wir da in einen Sektor kommen, wo dann schon eine andere Fraktion ist, die wir dann fragen können, wo sie zu Hause ist. Aber wahrscheinlich sind das dann die Skotern, oder? Ich weiß es aber nicht. Was ist hier los? Nur ein Westtor. Wo ist das Tor? Aber das gehört noch den Kreisruf. Aber da ist diese Republik, mit denen wir gut gestellt sind. Okay, dann fliegen wir dahin. Kennen wir da schon was? Nee. Nee, das war schon richtig. Das war schon richtig. Da müssen wir hin. Also einmal weiter zum Sprungtor. Nee, Sprungtor, nicht Sprungroute. Da wird noch berechnet. Dann fliegen wir aber besser nicht, damit es vielleicht schneller berechnet werden kann, oder? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind wir mit denen schon gut gestellt. Das ist wichtig, weil dann, ne, haben wir da schon die Möglichkeit, am Ausrüstungsdock einiges zu kaufen vielleicht. Aber zurzeit wird die Route noch berechnet und klappt so schlecht. Das ist jetzt doof. Würden Sie bitte die Route mal schneller berechnen, damit ich da jetzt hinkomme? Was geht da jetzt schief? Ah, endlich. Gut, Lade-Hyperraumantrieb. So. Da sind wir weg und kommen weiter. Gucken, wo eine Basis ist mit Ausrüstungsdock. Das ist jetzt wichtig. Damit wir Orgonit kriegen. Heißt das so? Gucken wir hier rein. Schrottplatz. Kreuzer von dieser Republik. Kurz fragen. Ne, Kreuzer kann man nicht fragen. Shit. Hilft uns also nicht weiter. Ah, okay, es gibt auch kein Tor hierhin. Obwohl, eigentlich sieht es so aus, als ob es da eins hingeben müsste. Aber war kein Tor, oder? Süd-Südwest nur. Ich weiß nicht, ob unsere Karten immer so richtig sind, ey. Mir kommt es vor, als ob das Spiel ein Update hatte und irgendwelche Pläne sind da durcheinander. Komm, dann springen wir da so hin, hat er anders keinen Sinn. Funkst, kannst du mich hören? Frank, hallo. Kann ich den mal was fragen? Nee. So, das heißt, ich muss jetzt dahin. Ich hoffe, wir stoßen nicht vorher mit irgendeinem Asteroiden zusammen. Wäre nicht so praktisch. Sieht nicht so aus. Gut, in der Hoffnung, dass in dem neuen Sektor jetzt was ist, was wir brauchen. Nix ist hier. Ich glaube, unsere Karten, die da sind, diese hier, sind veraltet und bringen überhaupt nichts.
Und wenn ich da hinspringe, habe ich das gleiche Problem. Vielleicht habe ich die Chance, da was zu kriegen, weil das da sieht mir nicht danach aus, dass es wieder passt. Das ist schon ein bisschen nervig, ne? So. Ja, schauen wir mal, dass wir jetzt eine Einkaufstour noch hinkriegen, ne? Aber Geld haben wir nicht, ne? Aber wir müssen dann halt Materialien verkaufen beim Ressourcendepot, um an Geld zu kommen und dann schauen, ne? Ja, Handelsposten, super. Schiff, Kreuzer. Kreuzer kann man nicht fragen, Handelsposten kann man genauso wenig fragen, schätze ich mal, ne? Bringt mir nichts. Escape und dann da raus auf der Karte und wir sehen, dass das nur ein einzelner Punkt ist, der keine Verbindung irgendwo hin hat. Alles gelbe Punkte, hier ist ein grüner. Springen wir da ein. Aber ich würde sagen, wir machen erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.